Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu diesem speziellen Rasenvideo. Ende Sommer, Anfang Herbst ist die allerbeste Zeit, um euren Rasen anzulegen und jeder Anfang sieht so oder so ähnlich aus. Ist die Fläche etwas größer, dann freut man sich, wenn solche Maschinen den Anfang übernehmen. So sieht der Rasen heute aus und der kann sich wirklich sehen lassen. Das kommt aber nicht von ungefähr, denn bis es soweit ist, vergeht einige Zeit, müssen ganz verschiedene Sachen gemacht werden. Wie wir das gemacht haben, Schritt für Schritt erklärt, welche Grassorte wir verwenden, welchen Dünger wir benutzen, wie viel, was das alles kostet und. Das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! Richtig guter Superrasen gedeiht nur auf richtig guten Boden und der wird auch Mutterboden genannt. Der alte Mutterboden, der sowieso ganz schlecht hier in unserer Gegend ist, reicht es zum Ausgleichen bei weitem nicht aus und deshalb kamen hier per LKW einige Tonnen neuer Mutterboden hinzu und wurden dann mit großer Technik einer Firma verteilt und auch gut eingeebnet. Und dieser neue Mutterboden, auch Muttererde oder unter Landwirten Ackerkrume genannt, war im Nachhinein ein wahrer Glücksgriff. So perfekt sah das Ganze dann aus. Als die Firma weg war, super glatt. Ich persönlich bevorzuge ja leichte, langgezogene Wellen in Teilen der Rasenfläche, lockert das Ganze immer noch so ein bisschen auf. Aber nun geht's an die Feinheiten. Und da ist es ganz wichtig, dass alle Übergänge von Rasenfläche zum Pflaster oder sonst was angeglichen werden. Dazu mit einer Hake Erde ans Pflaster ranhaken und dann immer wieder drüber gehen. Das Ganze dann so lange wiederholen, bis die Erde am Rand schön fest ist, eine Fläche mit dem Pflaster bildet und nicht mehr nachgibt. Das könnt ihr ja wirklich so dreimal machen, je nachdem, und dabei die Steine auch raushaken. Wichtig dabei, schön weit weg mit dem Haken anfangen, sodass keine Mulden vor dem Pflaster entstehen. Lasst euch da Zeit, gebt euch Mühe, das dauert ein bisschen. Aber ihr werdet den Mehraufwand nicht bereuen, versprochen. Danach dann mit einem Plastiklaubbesen, der unten schön gerade ist, die Steine beiseite schieben, die restliche Erde wieder zurück und dann mit diesem Laubbesen den Übergang schön gleichmäßig angleichen. Wenn ihr das zu zweit macht, wie wir, dann kann der andere danach auch schon die Steine und den Dreck zusammenfegen und wegbringen. Somit ist der Rand schon mal fertig. Und dann, ob ihr wollt oder nicht, muss die ganze Fläche noch einmal komplett gehakt werden und das auch richtig schön tief, um kleine Unebenheiten auszugleichen und damit die Grassaat auch gleich beim Aussehen in die etwas tieferen Furchen von der Hake reinfällt, also gleich etwas verschwindet im Erdreich. Das ist ganz wichtig. Die Steine und was sich da sonst noch alles rumtummelt, unbedingt aufsammeln, denn das macht die Firma nicht. Wenn das fertig ist, geht's nun endlich ans Rasensehen. Unheimlich viele Sorten von Rasensaat gibt es. Ich bevorzuge und verwende ausschließlich nur noch Schattenrasen, aber von hoher Qualität. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob die Rasenfläche in der prallen Sonne liegt oder unter Bäumen. Schattenrasen kommt gut mit Trockenheit zurecht, denn er produziert viel mehr Halme und diese Halme sind viel dünner, damit nicht so viel Wasser verdunsten kann. Kommt dann ein guter Standort und gute Pflege dazu, dann habt ihr einen Traumteppich. Den Link für den hier verwendeten Rasensamen und noch mehr findet ihr unten in meiner Videobeschreibung. Die Superrasensaat schön gleichmäßig verstreuen, ganz egal wie ihr das macht oder wie das aussieht, Hauptsache gleichmäßig. Dann unbedingt auf die Herstellerangabe achten, in unserem Fall waren das 10 Kilogramm Säcke und da reicht einer laut Hersteller für 300 bis 400 Quadratmeter. Ich rate dazu, geht von der unteren Angabe, also 300 Quadratmeter aus, dann wird das auch später richtig schön. Und bedenkt, diese Angaben sind reine Laborangaben. In der rauen Wirklichkeit sieht das doch ganz anders aus. Da gibt es Tauben, Mäuse, Spatzen und den einen oder anderen veganen Fuchs. Wer hätte das gedacht? Jedenfalls, wenn ihr fertig seid, dann muss das so aussehen und nicht anders. Die nächste Aktion steht an. Kumpel schreibt mir gerade, musst du unbedingt noch erwähnen, ich hätte es wirklich beinahe vergessen, am letzten Septemberwochenende haben wir den Rasen gesät. In ein paar Tagen ist wieder September, also fast ein Jahr her alles. Und ganz hilfreich ist auch, den Rand extra mit Saat abzustreuen, macht sich besser. So, nun aber weiter. Damit die Rasensaat schön gleichmäßig in die Erde eingebracht wird, geht er einfach mit solch einem Handvertikutierer rüber, immer hin und her und zwar mit der Seite, wo die meisten Zacken dran sind. Die Zacken sind leicht abgerundet und so geht das verhältnismäßig fix. Wenn das danach 85 Stunden fertig ist, nicht vergessen den Rand abzufegen und zwar in Richtung Rasenfläche, denn da liegt noch einiges an Saatgut rum. Und wäre ja schade drum, wenn das nicht genutzt wird. So Freunde, jetzt kommt die Aktion, darüber haben wir schon oft gelacht. Aber an diesem Tag hatte ich Puls 380 plus.
die Walzaktion. Ist ganz wichtig, um das Saatgut in den Boden zu drücken. Es kann nicht wegfliegen und die neuen Wurzeln haben gleich Kontakt mit der Erde. Soweit so gut. Und nein, das Quietschen der Walze nervte mich da noch nicht. Ich war ja hinter dem Haus beschäftigt. Aber wir bauten den Superrasen und dann das. Die Walze wird nicht geschoben, sondern gezogen. Einfach deshalb, damit die feengleichen Fußabdrücke weggewalzt werden. Oh Mann. Dann so ab ungefähr Halbzeit wurde die Walze dann auch gezogen. Das Ganze sah dann auch schon viel besser aus. So habe ich mir das auch vorgestellt. Und dann endlich im letzten Drittel bekam die Walze auch nur ein bisschen Öl ab. Und siehe da, kein Quietschen mehr und die Walze lief richtig leicht. Aber nun war die Walzaktion auch fast beendet. Danach sollte es dann so aussehen. Die Erde war immer ausreichend feucht, aber so nach gut 2 Wochen, war nun auch schon Oktober, ist die Rasensaat schon prächtig aufgegangen. Und nun bekam der Rasen seine erste Dusche. Einen richtig schönen Regner oder Sprenger kam erst später dazu, den sehen wir nachher auch noch. Anfang November sah der Rasen dann schon so aus und wir haben es echt nicht gedacht, dass wir nach nur wenigen Wochen schon ein solch tolles Ergebnis präsentiert bekommen. Lass den Rasen noch schön in Ruhe, ausreichend Wasser, wenn es trocken ist, mehr nicht. So geht der Rasen gemütlich in den Winter, Wurzeln stabilisieren sich schön und erst im zeitigen Frühjahr, auf keinen Fall früher, wird der schöne Rasen gedüngt. Anfang März war es dann soweit. Rasendüngen, das ist mein Thema. Darüber gibt es schon ein spezielles Rasendünger-Video von mir und viele von euch kennen das ja schon. Und zum Düngen nehmen wir den altbewährten Blaukorndünger. Blaukorndünger deshalb, er ist weit günstiger als guter Rasendünger. Seine Bestandteile identisch, nur in der Zusammensetzung weichen sie sehr, sehr geringfügig ab von Magenrasendünger. Was aber auf keinen Fall diesen weitaus höheren Preis gerechtfertigen würde. Guter Dünger, ob Blaukorn oder Rasendünger, ganz egal, erkennt ihr daran, der löst sich vollkommen im Wasser auf und es dürfen keine Rückstände zu sehen sein und schon gar keine blauen, denn das ist einfach blau eingefärbter Plastik-Recycling-Abfall. Die Industrie macht das und unsere Äcker sind voll davon. Ich hatte auch schon mal das Vergnügen und zwar mit billig Blaukorn aus dem Jawohl. Könnt ihr alles selber ausprobieren, einen Löffel Dünger in ein Glas Wasser, umrühren und eine Weile warten. Das alles seht ihr aber auch in meinem Dünger-Video. Schaut euch einfach mal an. Ein Sack Dünger a 25 Kilogramm reicht für ca. 250 Quadratmeter. Wenn ihr den Dünger schön gleichmäßig streut, dann kann man das ruhig mit der Hand machen. Aber wer sich das nicht zutraut, der macht das dann doch besser mit einem Streuwagen. Außerdem, gerade bei Flächen, die lange keine Nährstoffe bekommen haben, da könnt ihr dann auch noch etwas Stickstoff untermischen. Einen 5 Kilogramm Sack Stickstoff auf 25 Kilogramm Blaukorn und dann geht das ab. Bei Rasenflächen mit Moosbefall mischt ihr so viel Eisendünger mit zu, wie es der jeweilige Händler auf der Verpackung beschreibt. Meistens sind das so 25 Gramm auf 1 Quadratmeter, also 5 Kilogramm für einen 25 Kilogramm Sack Blaukorn oder auch anderen Dünger. Apropos andere Dünger, in den letzten Monaten hat sich doch einiges getan auf dem Online-Markt. Einige Agrarbetriebe haben das durchaus erkannt, springen auf den Zug auf und so findet man heute auch schon wirklich gute und versandkostenfreie Angebote von Blaukorn, Rasendünger, Eisendünger und so weiter und so weiter, die dann mit der Post zu euch nach Hause kommen. An solch Preise war vor ein paar Monaten noch gar nicht dran zu denken. Es muss auch nicht unbedingt von Kompo sein, wie gesagt, da ist in der letzten Zeit viel passiert. Könnt ihr alles nachlesen in der Videobeschreibung, klappt die einfach auf und stöbert da ein bisschen rum, ihr werdet da schon was finden, ganz sicher. Ende März am Osterwochenende wurde dann der neue Rasen das erste Mal gemäht und das gleich mit dem niegelnagelneuen Mulchmäher von Husqvarna, den ich ja auch schon vorgestellt habe. Klar, ein paar Stellen gab es noch, die noch nicht so richtig schön grün waren, aber wenn man bedenkt, in welch kurzer Zeit, es ist ja gerade mal ein halbes Jahr vergangen mit Winter, solch ein schöner Rasen gewachsen ist, das macht wirklich Freude und auch ganz schön stolz. Dann im Sommer beim Dreh für den Husqvarna Rasentraktor TC142, da hatte schon wochenlang nicht geregnet, sah der Rasen dann so aus. Ein paar Tage später regnete es dann doch wieder und es wurde zum zweiten und auch letzten Mal im Jahr gedüngt. Und schwuppsiwupp entwickelte sich der Rasen wieder zu einer grünen Pracht. Da hatte selbst der Mulchmäher schon seine Schwierigkeiten, durch solch einen Teppich durchzukommen. So muss es sein und jetzt Ende August sieht das Ergebnis so aus. Einfach prächtig. Muss man, wie ihr gesehen habt, auch ein bisschen was für tun. Solch schöner Sprenger oder auch Regner genannt von Gardena tat nun auch schon seit längerem seinen Dienst. Und die Dinger sind wirklich klasse. Das hier ist der Komfort Aquazoom 350-2 und bei diesen Serien könnt ihr nicht nur die Reichweite stufenlos verstellen, sondern auch die Sprengbreite. Das Prinzip ist ganz einfach, mit kleinen Hebeln können die Düsen verstellt werden, so dass, wenn natürlich kein Wind ist, der Wasserstrahl exakt in den rechten Winkel verstellt werden kann. So könnt ihr selbst Hecken perfekt beregnen. Und wenn das ganze Ding dann mit was auch immer höher gestellt wird,
könnt ihr eine enorm große Fläche beregnen. Ganz feine Sache und kostet viel weniger, als ihr denkt. Infos, wie viel genau? Na, ihr könnt es euch denken, einfach draufklicken. Ja, Freunde des Rasens, das war's aber auch nun mit diesem speziellen Rasenvideo. Hat auch etwas länger gedauert, als ich dachte, aber die ganze Aktion hat sich ja auch über fast ein gesamtes Jahr hingezogen. Mein Kumpel ist jedenfalls richtig begeistert von seinem Rasen, ich natürlich auch. Er wird gehegt und gepflegt und das mit voller Hingabe. Wenn ihr irgendeine Frage habt oder sonst was, dann schreibt das doch bitte in die Kommentare, wird alles beantwortet. Drückt ihr überall rauf, wo ihr raufdrücken könnt, adoptiert meinen Kanal, teilt das Video aber gerecht, lasst einen Daumen da, stöbert rum in meinen Videos und in den ganz speziellen Playlists, ist bestimmt für jeden von euch was dabei. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, freut mich wirklich immer sehr. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss und ciao.